Das hatten wir gerade schon. Danke. Schnierfisch ist ein ganz zähes Pokémon. Da geht selbst zu Heino die Düse. Deswegen arbeiten die Rettungsschwimmer mit ihnen zusammen, um am Badestrand für Sicherheit zu sorgen. So wie ich damals auch. Hm? Alle haben Bock auf Sushi-Wok. Verstehst du? Alle haben Bock auf Sushi-Wok. Das ist ein Reim. Kapiert? Ja. Reim mich oder ich fress dich. Hm? In der Kalos-Region hab ich ein Restaurant mit demselben Namen besucht. Darauf trinke ich erstmal eine Tasse Tee. Das heißt nur, dass die Entwickler ein wenig unkreativ waren. Aber hey. So, hier haben wir einen Friseur, da will ich nicht hin. Hier haben wir einen Klamottenladen, da will ich hin. Da will ich hin. Bla, irgendwas Interessantes. Das ist schlecht, so ist es alt. Nimm doch mal ein Beispiel an Slimog und trage eine etwas auffälligere Farbe. Überlasse ich meiner Frau die Kleiderwahl. Jetzt wenigstens kein Streit. Ja, ist potenzielle Möglichkeit. Kleidung, die nur existiert, damit sie schmutzig wird. Sein Overall hat es auch nicht leicht. Ach, na ja. So, gucken wir doch mal. Was haben wir hier so Schönes? Neckholder-Tops, hä? Huh? Okay. Ein gestreiftes Neckholder-Top. Das gefällt mir. 1.500, ja, passt schon. So. Wow. Teuer. Sportliche Shorts, Obst, Seegurke. Wow. Ja. Nehmen wir die. Komm, ich will mal einen komplett neuen Look haben. Nee, das passt so gar nicht. Das passt so gar nicht. Die Sportschuhe passen auch nicht wirklich. Ach Mann. So kann ich drehen. Ha. Sieht sie jetzt aus? Und meine jetzige Tasche mehr. Okay. Die Kappen können wir eh gerade keine tragen. Nee, die Sonnenbrillen sehen auch kacke aus. Okay. Jo, ziehen wir es gleich an. Die ziehe ich gleich an. Die behalte ich gleich an, so rum. Okay. Dann hätten wir das. Aha. Ein Herrscherssticker. Den hätte ich fast übersehen. Eine Reihe. Steckt sich. Da ist noch einer. Okay. Jo. Was bist du? Ah. Hey, warte, du Kanto. Ich meine natürlich. Hey, warte, du Kanto-Champ in Spee. Der Chef meinte, in Kanto müsste man alle wichtigen Pokémon-Begriffe laut schreien. Okay, ne? Das muss doch ein Missverständnis sein, oder? Wie auch immer. Das hier ist auf jeden Fall die Kanto Arena. Für nur 1.000 Poké-Dollar darfst du eintreten. Los geht's! Oder Arena! Willkommen in der Kanto Arena! In diesem ungewöhnlichen Café kannst du den Lebensstil von Kanto hautnah erleben. Wenn dir nach etwas Aufregendem ist, fordere unsere Trainer heraus. Danach kannst du dich bei einem Getränk entspannen. Ehe du dich versiehst, fühlst du dich wie auf einem Urlaubstrip in Kanto. Okay, das hier ist auf jeden Fall die Kanto Arena. Mit nur 1.000 Poké-Dollar darfst du eintreten. Ja, los geht's. Komm. Okay, ein Kind unter 15 Jahren. Das macht dann 1.000 Poké-Dollar für den Eintritt. Ein Getränk gibt's gratis dazu, einverstanden? Ja.
Vielen Dank, hier hast du dein Getränk. Ein Sprudel für 1000 Poké-Dollar. Yes. Wir haben eine neue Herausforderin. Viel Spaß in der Kanto-Arena. Okay. Moment. Moment, das oh nee. Das ist doch jetzt hoffentlich nicht ein Schalterrätsel wie in Major Bob's Arena, oder? Weil wenn ja, dann würde ich ausrasten. Na gut. So, wen haben wir vorne? Vati. Wie ist der Umrechnungskurs Poké-Dollar-Euro? Schwer zu sagen. Schwer zu sagen, denn manche Dinge ergeben in meinen Augen relativ wenig Sinn, was die Preise angeht. Ja, also nur man hat halt auch relativ wenig Anhaltspunkte. So. Ich sag mal, meistens kostet so eine Flasche Sprudel 300 Poké-Dollar. Könnten jetzt 3 Euro sein, dann wäre sie ziemlich teuer. Könnten, keine Ahnung, 1,50 sein. Aha, dass 2 Cent ein Poké-Dollar, Quatsch, dass 2 Poké-Dollar 1 Cent sind. Nur dann sind 5000 Poké-Dollar für ein Goldnugget ein bisschen wenig. Oh, also, keine Ahnung. Schwer zu sagen. Oh, nein, nein, ich bin kein Trainer. Ich bin einfach nur Stammgast hier. Okay. Du bist aber Trainerin, oder? Ja. Willkommen in unserer Kanto-Arena. Ich gehöre zu den Trainern dieser Einrichtung. Nenn mich einfach Alfreda. Okay. Alfreda. Elfriede! Nee, Moment. Alfreda, nicht Elfriede. Na, fast. Ein Cusilla. Na gut. Cusilla sollte jetzt nicht so wirklich problematisch sein. Denke ich. Da treten wir einmal. Ach ja. Ist ja auch Teil Psycho. Da treten wir also nicht gegen. Zauberblatt. Zauberblatt. Trine, war der Spezialangriff? Spezialverteidigung. Okay. Ja, was soll's. So, Nummer 1. Rasierblatt Nummer. Nicht 2. Really? Okay. Okay, kein Problem. Herzstempel. Das finde ich kein Herzstempel. Wow. Gut, meinetwegen. Meinetwegen. So, besiegt, weg damit. Hey, seid ihr Trainer? Nee. Hey Chef, haben Sie das gehört? Das tolle Arena-Erlebnis hier stammt direkt aus Kanto, dem Ursprungsort aller Arenen. Hier wollte ich reden. Dieser Ort ist offenbar eine Nachbildung einer berühmten Arena aus Orania City. Ja, genau. Die Leute in Kanto wissen wirklich, was ein tolles Arena-Erlebnis ausmacht. Naja. Hey, na? Das ist also eine Pokémon-Arena. Da lacht mein Herz. Utan. Ein großer leerer Raum voller Mülleimer. Die Leute in Kanto haben einen merkwürdigen Geschmack, was Inneneinrichtungen angeht. Sehr schön. Ja. Joella mit Picochilla. Picochilla. Fifi, Senor. Okay. Fußtritt. Du singst mich nicht in den Schlaf. Wir haben gerade eben schon eine Runde gepennt, das hat gereicht. So, vielleicht ein Crit? Nee? Na gut. Dann halt nicht. Aber kommt auch kein weiterer Sangesversuch. Dann passt das ja. So, AP sparen. Hallo Kuru, schön, dass du da bist.
Toll, wenn du so weitermachst, bist du bestimmt bald der Champ der Kanto-Region. Ja, ich schreie das natürlich nicht, ne? Ich betone das nur ein bisschen stärker, denn ich habe keinen Bock hier rumzubrüllen. Bin ich zu faul zu. Ein Pokémon-Kampf à la Kanto, das wird Spaß. Ignazia. Na gut. Mit Wommel. Aha. Puh. Das wird so nicht. Dort wird so nix. Wommel war Käferfee, glaube ich. Scheint so. Scheint so. Ja. Es gibt eine Kanto-Arena in Ultrasonne. Wir haben hier einfach mal Major Bobs Arena nachgebaut. So, tschüss. Herzlichen Glückwunsch. Sag Bescheid, wenn du noch etwas bestellen möchtest. Ja. Passt schon. Passt schon, würde ich sagen. Okay. Ist einfach nur durchgerusht. Ach, Kuru. Mensch. Wenn du die vier Pokémon-Trainer in der Arena besiegst, darfst du den Arena-Leiter herausfordern. Aha. Ja, wenigstens muss ich hier das dumme Mülleimer-Schalter-Rätsel nicht lösen. Das war einfach nur nervig. So. Imantis, ha? Ich glaube, ich werde wieder auf X-Bad zurückgreifen. Mensch. Ja, die Laubklinge ist mir ziemlich egal. Und Giftstreich. Bam. So nämlich. Was für ein gnadenloser Kampfstil. Ich bin doch bestimmt nicht die Erste, die du besiegt hast. Nee, bist du nicht. Deswegen sind meine Pokémon ja auch so, auch schon so drauf aus, ne? Du hast einen Shiny Alola Akbar gezüchtet. Sehr gut. Du forderst mich zum Kampf heraus? Du weißt wohl nicht, wer ich bin. Mein Kanto-Pokémon ist unschlagbar. Hat das Schlachtfeld bis jetzt immer siegreich verlassen. Ja. Was hast denn du da so, Schönet? Ein Maschok. Passt jetzt thematisch nicht ganz in die Urania City Arena, aber hey, cool. Lassen wir das jetzt gerade mal außen vor, ne? So, was sagst du zum Rasierblatt? Ja, macht nicht so viel Schaden, wie ich gehofft hatte. Das macht aber einiges an Schaden. Okay. Ist er echt Bobby? Oder heißt er echt Bobby? Da habe ich nicht drauf geachtet. Mist. Okay. Na denn. Muss mal wieder X-Bad dran. Windschnitt. Ich müsste mir endlich mal Aero-Ass beibringen. Damit wir hier eine physische Flugattacke haben. Naja. Stimmt, Bobby. Nice. Mein Kanto-Pokémon. Meine Kanto-Pokémon. Warum deine Kanto-Pokémon? Das war eins. Waren wirkungslos. Ja. Also außer gegen meinen Frubeiler. Das hast du erledigt. Oh nein. Du bist sehr stark, Rekrutin. Na gut, Trainer. Hiermit verleih ich dir den Gewitterorden. Yay. Den leuchtenden Gewitterorden bekommen nur Rekruten, die mich besiegt haben.
Trage ihn also mit Stolz, auch wenn es nur ein bescheidenes Werbegeschenk ist. So, weiter geht's mit den Geschenken. Weil du mich zum ersten Mal besiegt hast, soll dieses wunderbare Überraschungspaket von nun an dir gehören. Für einen kulinarischen Kanto-Kenner wie dich genau das Richtige. Aha. Du hältst eine Box mit der Aufschrift Arena-Leiter Spezialset. Dieses Set enthält 10 Flaschen Sprudel und ein paar Pokebohnen. Es gibt dir genügend Power, um deinen Gegner britzbratz von der Bildfläche zu fegen. Lass es krachen und genieße diese kulinarischen Köstlichkeiten, Rekrutin. Ich würde mich freuen, wenn du eines Tages wieder zum Appell in unsere Kanto-Arena antreten würdest, Rekrutin. Ja, gut. Gut, meinetwegen, ne? So, das wär's dann hier auch. Dann, hey Lilly, na, hast du den Weg ganz allein gefunden? Riku, entschuldige bitte, aber ich habe mich schon wieder verlaufen. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin. Und als ich dort dieses tolle Outfit gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Es war das letzte Exemplar. Dabei bin ich mir nicht mal sicher, ob ich den Mut aufbringen kann, es auch zu tragen. Aber mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine der Verkäuferinnen hat mir verraten, wo ich die Bibliothek von Malia finden kann. Sie war ganz in der Nähe. Hallo, Pampros. Lang ist's her, Riku. Deine Inselwanderschaft geht gut voran, wie ich sehe. Das wird den Schutzpatron freuen. Möchtest du mir nicht deine Freundin vorstellen? Mein Name ist Lilly. Tut mir leid, dass mein Pampros dich eben so erschreckt hat. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf Inselwanderschaft. Oder irre ich mich da? Ich interessiere mich für die alten Ruinen, weil... Nun, ich habe meine Gründe. Du bist neugierig, das gefällt mir. Ich kann euch gerne den Weg zeigen, verlasst euch auf mich. Mein Pampros sieht nicht nur stark aus, 2 Passagiere sind für es ein leichtes. Vielen Dank. Zuerst sollten wir aber in der Bibliothek vorbeischauen. Jo, das sollten wir. Bestimmt. Aha, eine Bibliothek. Na schön. Ich bin auf der Suche nach einem alten Buch. Dieses Buch erzählt eine Legende, von der mir Professor Burnett erzählt hat. Sie besagt, dass die legendären Pokémon von Alola eigentlich aus einer anderen Welt kommen. Na guck mal in der Show. Okay. Man kann all die Bücher umsonst lesen. Am liebsten würde ich hier einziehen. Ich werde nicht ruhen, bis ich jedes einzelne Buch, jede einzelne Seite und jeden einzelnen Buchstaben auf dieser Welt gelesen habe. Nee, jedes einzelne Buch würde ich persönlich gar nicht lesen wollen. Ich habe einige Bücher schon gefunden, wo mir der Schreibstil des entsprechenden Autoren nicht gefallen hat. Siegesstrategien gegen Boden-Pokémon mit Pokémon und Attacken des Typs Wasser, Pflanze oder Eis ist Boden-Pokémon spielend leicht beizukommen. Stimmt. Da gibt es Fotos. Zwischen den Seiten steckt es aus dem Buch gefallen. Hebt es auf. Im Foto ist ein Mädchen zu sehen, das mit einem Pampros auf seinem. Pampros auf einem Feld steht. Na, wer könnte das wohl gewesen sein? Oh, du hast ein Foto gefunden? Vielleicht lässt sich über das Lehrregister ja herausfinden, wem es gehört. Gibst du mir bitte das Foto? Ja, interessant. Genau meine Meinung. Daheim im fernen Johto benutzen wir einfach die Attacke Fliegen, um von einem Ort zum anderen zu gelangen. Stimmt es, dass das in Alola nicht erlaubt ist? Ja, es stimmt. Was? Also stimmt es wirklich? Ihr habt schon ein paar seltsame Regeln. Aber wie fliegt ihr denn dann? Auf Glurak. Was? Ihr trainiert extra Glurak, damit ihr auf ihn reiten könnt? Das ist irgendwie seltsam, aber gleichzeitig auch ziemlich cool. Jetzt weiß ich schon viel mehr über Alola. Vielen Dank für deine Hilfe. Als kleine Aufmerksamkeit schenke ich dir eine ganz fabelhafte TM aus meiner Heimat. Also eigentlich war das mal eine VM, ne? Aber hier ist eine TM. In Johto kennt man das eigentlich als VM, also als versteckte Maschine.
ist ziemlich selten. Aber hier ist sie wohl eine stinknormale TM. Vielleicht kannst du sie in Kämpfen benutzen. Nee, werde ich definitiv nicht. Fliegen ist jetzt keine wirklich gute Attacke. Aber wo wir gerade dabei sind. Aeroas für X-Bad, bitteschön. Bitte, danke, gern geschehen. Jo. Und schwuppdiwupp. So, und... Ich glaube, ich werde X-Bad auch Ruheort beibringen. Für ein bisschen Heilung. Statt... Ja, wahrscheinlich statt Biss. So. Hallo, Nesfaro. Ja, ich frage mich auch, warum eine VM versteckt sein soll. Weil, das waren sie nie wirklich. Aber hey, sei jetzt mal dahingestellt, ne?